Guten Morgen! Heute fange ich das Video alleine an, denn ich habe selber schon was vorbereitet. Hier. Die Eier sind auch schon ready. Und jetzt kann ich Tunjay aufwecken. Die Nacht war jetzt nicht so toll wieder mal. Ich habe so Angst in diesem Haus, ey. Ich kann nicht alleine rumlaufen hier. Hadi, gell? Ja, du musst abgehalten. Guten Morgen! Hadi, schnell, schnell, schnell! Wir haben noch 20 Minuten. Heute machen wir Speed Sahur. Ja, eigentlich, ich bin sogar früher aufgewacht heute als gestern. Lasse. Ja, also gestern habe ich noch circa 7 Minuten weiter geschlafen. Heute bin ich wirklich direkt um 4.30 Uhr aufgewacht. Wir haben uns heute auch ein anderes Brot geholt, das ist ein schwarzes Brot. Wirklich ist diesmal wirklich vollkommen Brot. Ne? Um zu gucken, ob das was bringt. Aufstehen. Davulcu geldi. Das war gerade so, als hätte ich dir mit dem Finger gezeigt. Wir haben noch 7 Minuten und 40 Sekunden. Der Countdown läuft. Dieses Brot ist so schwer zu kauen. Jetzt noch kurz Wasser trinken, Zähne putzen und dann weiter schaffen. In welcher Zeit noch? Du hast ja noch Zeit, ich nie. Ich habe es gerade noch geschafft, meine Zähne zu putzen und ich bin sehr glücklich darüber, weil ich könnte jetzt nicht den ganzen Tag lang so stehen. Und dann haben wir auch direkt geschaut, wie lange wir noch warten müssen, bis wir wieder essen können. Wer macht das, ey? Nach dem Essen schafft man direkt, wenn man wieder essen darf. Was geht, Leute? Willkommen zu dem zweiten Tag von Ramadan. Und heute erwarten wir Besuch und zwar kommen unsere Freunde hier hin. Wir machen eine Iftar-Party zusammen. Keine Party, aber ne, wir essen schön zusammen. Marisa und Hadji werden mir auch später beim Kochen und so helfen. Also wir werden schön gemeinsam kochen. Was ich aber jetzt gerade mache, ist, dass ich vorher schon Chi-Köfte mache. Im Thermomix gibt es so ein richtig geiles Rezept. Und oh, ihr könnt mich zweimal sehen. Einmal da und einmal hier. Besseres bekommt ihr doch hier nicht mehr. Damit ihr auch genau wisst, welche Freunde zu uns kommen, wir blenden euch hier gerne ein Video von denen ein, wo die uns zu guten Boten blamiert haben, beziehungsweise unsere Männer. Wir waren bowlen am letzten Tag, bevor halt Ramadan angefangen hat. Wir dachten so, komm, wir gehen nochmal so, ne, was unternehmen, bevor Ramadan anfängt. Und dann sind die gekommen. Viel Spaß beim Zuschauen. So Leute, wir sind gerade bowlen. Die Scheich-Outfitimizi getirdik hepimiz. Şimdi üstümüzü değiştiriyoruz, tuvaletteyiz. Valla wir werden die richtig überraschen. Wir laufen da jetzt einfach wie drei Scheiß rein. Und dann bowlen wir auch so den ganzen Tag. Ich zieh das nicht mehr aus. Ja, wir ziehen das nicht mehr aus. Wir gehen einfach so Shisha rauf. Why? Neyin lan benim adım? Emrah bin Khalid. Emrah bin Khalid. Abu Anes Abdulhamid. Kavrullah. Leute, wir gehen jetzt so einfach wirklich durch Dream Bowl. Und da sind gerade 22 Bahnen komplett belegt. Full House ist hier. Mal schauen, wie die Reaktion sein wird. Vorne von unseren Frauen. Hadi, hazır mıyız? Hazırız. Die schmeißen uns raus, Digga. Esselamu Aleyküm. Selamu Aleyküm. Selamu Aleyküm, brother. Gelin babalar, gelin. Haydi arkadaşlar. Gelin babalar, gidiyoruz. Bütün gözler şu an bizim üzerimizde. Esselamu Aleyküm. Esselamu Aleyküm. Seni çekiyorum şimdi. Hadi bakalım. One strike goes to Abu Dhabi. Yallah. Kızlar ne diyorsunuz? Evet. Evet. El sahbi la havle ve la simbara. La sahbi la raykime ve la boykin rafa. Yallah habibi. Leute, das war wirklich so peinlich für uns. Manche haben das mit peinlich falsch verstanden, als würden wir uns halt über die Kultur sozusagen lustig machen. Nein, es war peinlich, weil die da einfach aus dem Nichts richtig laut reingeplatzt sind und haben angefangen zu schreien und so getan, als könnten die Arabisch sprechen. Die Leute haben uns angeschaut. Wirklich, das war sehr peinlich. Hey, wieso peinlich? Ich hab's gerade erzählt. Das war voll die geile Aktion. Nee, ey, ihr wart so laut auch noch. Ihr habt so geschrien und
Emrah hat so laut Arabisch gesprochen, was nicht Arabisch war. Emrah'ı tebrik ediyorum. Böyle bir fikir her insan beynine gelmez. Beynine. Aklına değil, beynine. Vor allem ein Typ, der hinter uns war, der war so skeptisch. Ne? Der hat uns so komisch angeschaut, bis wir da weggegangen sind. Ich weiß nicht, was für ein Bild er von denen hatte, aber die kamen ja auch so mit Tasche rein. Mit dem Outfit, ich weiß es nicht. Der Typ war, er hatte schon Angst, glaube ich, weil er hat euch nicht aus den Augen gelassen. Ich wasche jetzt Petersilie. Das Gute ist halt, dass jeder von uns was macht. Hatice kommt schon direkt mit dem Fleisch und dem Nachtisch, was schon vorbereitet ist dann. Marisa wird dann halt hier direkt kochen bzw. mithelfen. Und dann geht alles so voll easy. Dann sind 6 Personen auch kein Problem mehr. Jetzt ist Pfefferminz dran. Ich liebe das. Ich habe die ganze Zeit so Pein, dass ich aus Versehen was in den Mund schmeiße. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt, wir haben Chiköfte schon mal im Thermomix gemacht, aber komplett falsch, weil es so etwas flüssig war. Wir haben vergessen, Walnüsse reinzumachen, weil wir das ja ohne Fleisch machen. Also ich weiß, der echte Chiköfte wird mit Fleisch gemacht, aber ich mag das nicht so. Und zu viel Fleisch ist jetzt auch nicht gut. Chiköfte ist fertig. Ich bin auch fertig. Also noch wie lange zu Iftar? Warte, ich habe eine Iftar-App. Noch 5 Stunden 46 Minuten. Wie sieht es bei dir hungertechnisch aus? Ich bin voll müde irgendwie. Ich konnte nicht schlafen nach Sahur. Ja, wenigstens nach Sahur. Ich konnte auch davor nicht schlafen. Wie davor? Also wollte die ganze Zeit auf meinem Kissen schlafen. Die ganze Zeit. Er schläft halt so. Und ich habe die ganze Zeit gewartet, bis er tief schläft, sodass ich ihn wieder wegpacke. Und genau da, wo ich ihn zur Seite tue, er so, Manni. Und danach ist er wieder zu mir gekommen und immer wieder die ganze Zeit so. Er braucht ein eigenes Kissen. Der hat das einfach nur aus Trotz gemacht. Er will mein Kissen. Er will kein eigenes, er will meins. Kannst du mal kurz probieren? Ich darf nicht. Komm schon. Boah, ich darf. Tu es für unseren Besuch. Soll ich. Opfer dich. Soll ich mich opfern? Und brennen in der Hölle. Was laberst du jetzt gerade? Naja, es ist am Pennen. Leute, von einer Seite räume ich hier auf, von der anderen Seite kommt Ayas und stellt seine Schuhe einfach so mitten auf den Weg. Also es ist wirklich so Rennen um die Zeit mit ihm. Wo ist der? Ayas? Ayas, kabunni oraya koydun? Baba. Baba mı koydu? Also, in einer halben Stunde kommen schon unsere Gäste. Irgendwie tue ich euch immer dahin. Warum auch immer. Damit ihr mich doppelt sehen könnt. Und ich muss jetzt noch ein paar Sachen machen. Den Tisch schön putzen und irgendwas hinstellen. Oh Mann, ey, Leute mit einem Kind, ne? Annie. Efendim, Annie. Annie. Ja? Annie. Efendim. Annie. Ja? Annie. Ja? Annie. Ja? Annie. Ja? Annie. Efendim. Annie. Ja? Ah, okay. Leute, ich weiß nicht, ob ihr euch an das Video erinnern könnt, wo wir mit Marisa und Emrah diese Pfannkuchen gemacht haben. Da haben wir ja Sekundenkleber benutzt und mein ganzer Tisch ist voll mit Sekundenkleber und wir kriegen das nicht ab. Ich habe irgendwo gelesen, dass ich mit Nagellackentferner irgendwie das wegmachen muss und mit dem Nagellackentferner habe ich den Lack von dem Tisch abgemacht, diesen schwarzen Lack oder die Farbe. Jetzt habe ich auch noch Flecken auf dem Tisch. Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Und da ich es nicht mag, dass es so fleckig aussieht, habe ich solche von meiner alten Wohnung noch. Teller-Untersetzer, kann man das so sagen? Also, und ich werde die heute mal drauf machen. Ey, ich schwör's euch, ne, als ich das Geld für diesen Tisch ausgegeben habe, hat kurz mein Herz geblutet, weil der Tisch echt nicht so günstig war. Und dass der Tisch jetzt so aussieht, bricht mir schon das Herz. 2 Sekunden. 2 Sekunden habe ich die kurz auf den Stuhl drauf getan. Und schau mal, was er macht. Soll ich meine? Jetzt mal ehrlich. Alles ist einfach doppelt so anstrengend. Papa. No, da ist Baba gelecek şimdi. Baba. Ja. Anne. Ja. Baba. Gideceğim Baba, git Baba, er hat dir. Als könnte er jetzt gerade nach oben laufen. Baba. Tunca macht sich gerade fertig. Und ich bin wieder mal fertig. Wie es wohl aussieht, werden wir heute wieder später Iftar machen, bis wir so das Fasten brechen, als gedacht. Baba. Weil hatte ich ja so spät. Einmal wegen dir, einmal wegen Hatice. Was soll ich machen? Ich faste immer wegen euch länger. Okay, du bist satt, ne? Deshalb habe ich die Sachen, die wir gleich für das Rezept brauchen, schon mal vorbereitet. Uns fehlt halt noch das Fleisch und Hatice wollte das Fleisch besorgen. Deshalb kann ich noch nicht anfangen. Das ist das Problem. Also falls ihr euch fragt, hä, warum bricht ihr später euer Fasten? Also Hatice hat das Hauptding, was wir brauchen. Hier, ich habe hier Zwiebel geschnibbelt.
Paprika. Ich habe das ganze Gewürz schon portioniert und auf den Teller getan. Also müssen wir einfach wirklich nur noch das Fleisch anbraten. Eigentlich haben wir noch so circa eine Stunde, was eigentlich noch völlig in Ordnung ist. Aber bei dem Rezept steht, dass es insgesamt circa eineinhalb Stunden, sogar eine Stunde 40 Minuten dauert. Ich habe keine Ahnung warum, aber das Fleisch ist halt so dick und das muss halt durch. Ach, keine Ahnung, Mann. Ich hab das Rezept noch nie gemacht. Also Marisa und Hatice sind der festen Überzeugung, dass wir das sogar innerhalb einer Stunde hinbekommen. Aber warum schreiben die dann bei dem Rezept, dass es eine Stunde und 40 Minuten dauert? Das ist schon ein Unterschied. Nur einfach die Hälfte von der Zeit, die wir noch haben. Was? Sonst noch eine Sache. Nein, warum brichst du ab? Noch eine Sache, was ich jetzt noch mache, ist die rote Linsen-Bulgursuppe. Und das schmeckt wirklich unnormal geil. Boah, wie oft will er da noch dieses Ding anmachen? Diese Suppe habe ich vor ein paar Wochen entdeckt und wir lieben es, Eier liebt es, deshalb wollten wir das auch für unsere Gäste machen. Genau. Aber was passiert? Mir fehlen die roten Linsen, wieder dieses Hauptdings, was wie, wir... Warte, du willst die Suppe und das Fleisch, wir es noch gleichzeitig hinbekommen? Schatz, Thermomix macht das. Und das Fleisch muss ich kurz anbraten und dann also zur Ruhe bringen. Auf jeden Fall zwei Hauptzutaten, die mir fehlen. Und eine bringt Marisa die roten Linsen und die andere bringt Hatice. Wo seid ihr? Annem, was schlägst du mich? Ayas. Er küsst eigentlich mal meine Beine, wenn ich hier in der Küche bin. Er sagt so, danke für deine Mühe, dass du mir mal Essen machst. Okay, diesmal hat er mich abgelegt. Geh weg. Herkese. Leute, wisst ihr, komm mal kurz hier hin. Mir ist aufgefallen, dass sich Tunja immer so wie ich anzieht. Jedes Mal, wenn ich irgendwas anziehe, ne, ich habe jetzt zum Beispiel so ein dickes Hemd angezogen. Total Unterschied, nur die Socken sind weiß. Nein, das Hemd auch eigentlich, also das sieht so ungefähr gleich aus. Das ist ein, wie nennt man das? Kort, aber trotzdem. Korthemd, das ist ein Schatz, normales Hemd. Aber habe ich eine Übergangsjacke? Du hast eine Lederhose, ich habe eine Jeanshose. Okay, nee, schreibt es mal in die Kommentare, ob das wirklich so ist oder nicht. Immer. Ich ziehe einen Hoodie an, ich gucke, er hat auch einen Hoodie an. Ich ziehe das an, diese Farbe an, ich gucke, er hat auch beige an. Und so weiter. Aber ist gut, ich freue mich, dass ich dich inspiriere. Ja, früher haben wir immer so süße Partnerlooks gemacht. Nee, jetzt will ich aber nicht mehr. Jetzt machen wir gar nichts mehr. Ah, die sind da. Machen wir gar nichts mehr, gar nichts. Geld, bak. Passwort nicht schon. Wir waren gerade am Blocken, wir waren hier. Çekiyor muyuz? Yes. Oo. Ayas. Yap bakayım bir purzelbaum. Hadi boksa bakalım kazanacak mı? Hadi. Hadi gel. Vur. Enes abi vur bir tane. Vur. 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 Hop 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 hop. Evet kızlar nasıl gidiyor? Çok iyi gidiyor. Bir de dış ses. Alışkın olmadığınız şeyler böyle yemek yapıyorsunuz. Evet, mezede ne var? Anlatın bakayım menüde. Also Menü haben wir verschiedene Sachen tatsächlich. Warum ist die hier weg? Man denkt, ihr seid so diese, bak, die ist diese kleine, die ist die Tochter, diese Yaramaz Tochter, die muss so Sachen bringen. Bu Mama, sen ne? Sen Alman gelin, yabancı gelin. Die ich nicht möchte so. Ben istemiyorum. Vallahi lecker was. Das wird das, anlat bakayım. Bugün ne yiyeceğiz? Einfach was Leckeres. Süß! Baharatlar sieht geil aus. Der Pommes ist auf jeden Fall salzig. Evet, wir lassen uns mal überraschen. Leute, damit ihr auch wisst, wer vloggt. Maschine. Ayas, kuşu 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 kuşu. Kolonya mı döküyorsun sen? Dur dur bak bu mikrofon bu ne biliyor musun? Bak şimdi Ayas bak bu böyle. Alo. Şarkı söylüyor lan şarkı. Şarkı söyleyeceğim bundan. Söyle bakayım. Ja. Was gibt's zu essen? Wir haben Pizza, wir haben Ed, wir haben Chiköfte. Das sieht auch schon richtig nice aus, Leute. Ja, Mann. Ja. Sie ist die ganze Zeit live auf TikTok. Leute, sorry, aber ich kann nicht alles auf einmal machen, vloggen und essen. Hatte ich, übernimm nochmal. Kamera ist am Start. Kamera brennt. Tunja kann eine Sache nicht machen, er ist unten gerade Fußball schauen. Was soll ich sagen? Und danach sagt er, warum kommen keine Videos? Was willst du deinen Chiköfte sagen? Ja,
Also, ich habe mir mein Chicken etwas anders vorgestellt, sieht einfach nur matschig aus. Das seht ihr bei eben nur auf ihrem YouTube-Kanal. Ich nerv ihn mir, ich hoffe, das schmeckt einfach gleich. Meine, inshallah. Inshallah, ich hab's aber schon schnell abgekommen. Egal, ich helfe mir Satches, es wird uns alle schmecken. Eine, keine, ich krieg's verpackt. Es schmeckt das gut oder nicht? Oh no. Oh no. Es ist 19.48 Uhr, wir haben weniger als 20 Minuten sogar. Das Fleisch ist noch nicht fertig, Reis ist noch nicht fertig. Ich sag, was siehst du? Hatice hat lecker Salat gemacht, ich habe das alles zusammengeknetet. Die Suppe ist in 13 Minuten fertig. So, unser Tisch ist bereit. Was haben wir? Wir haben Chiköfte, wir haben Suppe, Salat, wir haben Eier. Saat geldi değil mi? Okay, herkese afiyet olsun. Afiyet olsun. Allah kabul etsin. Hadi golat. Bir tane daha vur, bir tane daha vur. Bir tane daha vur. Gol! Ayaz! Gol! Gol! Ayaz gol attı. Dur bir de elinde cappuccino desene böyle. Vay! Noya Hollywood'da Ayaz! Ayaz, Kind ist gerade so glücklich, ne? Oh, jetzt kommt Hatices Zucchini-Kuchen. Leute, ich liebe es. Mal schauen, ob das so gut schmeckt. Schaut euch meine Stücke an. Geld schickt, dann wer soll das essen? Vor allem nach so einem Essen. Also, wenn ich Jim. Ja. Zucchini-Pasta. Also, ich glaube, die hässliche Nummer zuletzt. Sen ne yap ya? Bu da şey avokado. Kimse istemedi mi? Nasıl istemedi ya? Sen mi en büyük stük istiyorsun? Bu en büyük mü? Ben en büyük orada abi. Neyse bu da büyük. Şimdi bu tatlı mı yoksa bir tam mı? Tatlı? Sackkuchen. Das ist einfach Kabak drin. Echt? Das ist einfach Zucchini-Kuchen. Ich meine, den nicht schmeckt. Ja. Man schmeckt gar nicht gut. Das ist gar nicht gut, gell? Fast bei Jemen. Boah, Jemen, der fluffig wäre. Gell? Okay, übertreib ich schon nicht. Jetzt hat er auch zu gern. Du hast nicht mal, du hast immer mein Essen so gehabt, Leute. Hatte düğündeki gibi arkadaşlar. Aber sen çok koyuyorsun. Guck mal, das sind klein, ich meine. Oh, war akademisch. Einer muss es wegziehen. Ich kann ja anders. Sehr geil. Tell me, Schrutzel. Magst du ja wieder Videos. Obwohl, warte, ich weiß nicht, ob man das im Internet findet. Schreib mal zu wenig im Tell me rein. Ich hab nicht. Schäfer, Jura, doch, mein Kuchen, das hab ich einfach auf Google gefunden. Echt? Ayaz, ben alayım onu. Ayaz, wow! Das ist Ayas Keks, glutenfrei, richtig lecker. Ja, was geht, ich will nicht mehr. Jetzt kannst du nicht mehr. Ja. Al böyle. 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 Ayaz'ı voll überfordert gerade. Hey! 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 Ayaz sen de ya? Sen de ya? Aferin! Ya! Wow! Hey! Hey! Ya başka bir şey olayım ki. Ayaz sakın bu kalbi! Gelmiyor mu? Ne oluyorsan Nazi Allah flash kan einfach. Gel uyuyalım gel gel. Gel yatalım. Hadi hepimiz uyumaya gideceğiz. İyi geceler Ayaz. Bir şlaf mı yet? İyi geceler yatıyoruz şimdi. Hadi iyi geceler. Hadi iyi geceler hadi. Yatıyoruz. Yatıyoruz. Hadi git.
Baba ne erzählen? Ja. Emre o çocuk kapatma. Evet Aksu. Kuma kuma el sopa. Şu an soruyu ara sokayım hadi ya. Git soyayım. Valla çocuğun psikolojisini bozduk yemin ediyorum. Ben çocuğum. Sorun zetmettim gelin çüsman. Tamam. Bye bye. Biz yatacağız. Peki fay birlikte o tamam. Hey. Hadi Marisa, hör mir zu machen. Wie bist du, Navi? Ich mache immer noch. Bye bye, Anne. Bye bye. Bye bye, Bibi. Ich bin nur gucken, ob es dir gut geht. Wie ist der Luisa? Es hat die Gegele. Ich bin immer schon mal so, jetzt geht's hier. So, das haben wir vergessen aufzunehmen. Marisa hat gespart. 1, 2, 3. Das sind so gefüllte Datteln, so mit verschiedenen Cremes, mit Haselnuss, Schoko und Kokosnuss. Und ne? Emra approved. Emra Stempel. Aber nein, die schmecken echt richtig lecker. Elende des Halle kam Fan, ne? Ha, auf die Rolle. Aber nicht so gut wie dein Essen. Haselnüsse. Açıyorum. Açmadım hala. Senin. Und wie ist es? Wow. Wow. So wie Eier. Wow. Valla geil. Ich habe eine Bewerbung. Bu var ya. Osmanlı'dan kalma. Jetzt labert er irgendwo ein Scheiß. 1412'de yapılmış. Tamam. Burayı kapatalım. Hem hoşlan orada kal. Wir haben das nie so aufgemacht und so gefühlt wie die. Und wir sind schon seit fast zwei Jahren hier. Komm, rücken. Komm, rücken. Komm, komm. Oh mein Gott, was macht ihr? Ey, seid ihr nicht eingefroren? Ich schimmel nicht mit. Nein. Richtig kalt. Ihr wart jetzt spazieren? Hey, voll schön. Oh, es ist kalt. Wir haben heute auch wunderschöne Geschenke bekommen, was zum Fettwerden. Ganz viel Kinderschokolade und Hanuta und Raffaello. Da ist auch irgendeine Karte drin, auch nur wie okay alle. Hey Bro. Oh nein. Gönnt euch was Kleines, Hatice und Enes. Oh. Gutschein. Oh Gott. Das ist jetzt too much. Aber, ey Bro, Yasmin. Deshalb darf ich mir was damit kaufen. Nicht du. Nee. Das, also ich sehe hier nichts von Tunjay. Warum steht da nicht? Tunkun. Tunkun, oh Gott. So Leute, es ist gerade 23.43 Uhr, also fast Mitternacht, und unser Besuch ist erst jetzt weggegangen. Also wir haben echt viel gelacht, also meine Schminke ist schon richtig verschmiert, ey, wir haben uns tot gelacht einfach. Ach Gott, die Suppe ist, war schon fast komplett fertig, ist hier. Chiköfte hat auch richtig gut geschmeckt, ich war erstmal richtig skeptisch, weil es so richtig matschig aussah, aber geschmacklich war es auf jeden Fall in Ordnung. Und ja, ich würde dann sagen, wir chillen noch so ein bisschen hier. Bis morgen. Das war der zweite Ramadan-Tag. Yeah. Leute, abonnieren nicht vergessen. Genau. Ich sehe immer noch, dass viele nicht abonniert haben. Oh, Tunjay wird böse. Dann würde ich Angst haben. Okay, alle. Bis zum nächsten Mal. Ciao.